Wir sollen auf jeden Fall als nächstes in Richtung Nordwesten gehen. Und hier ist ja noch vom Anfang die kaputte Brücke. Ah, ich hatte doch hier hinten auch noch irgendwo eine kaputte Brücke, oder? Irgendwo hier war auch noch was kaputt. Was? Ich treffe nicht mal das Kreuz von dem scheiß Kartenfenster. Ja. 3000 Eisenstücke? Wie viel habe ich denn eigentlich? Ah, fast 29.000. Bumm. Töte Edmund Shanks Doyle. Ah, ne. Corvian Foothills betreten und die Gesetzlosen wissen lassen, dass Devil's Crossing keine Belohnung für deren Besatzung ist. Okay. So, das Level von den Viechern passt natürlich auch wieder. Deswegen, ich weiß echt nicht, ob das Spiel einfach mitlevelt. Yo! Rennen die hier mit Strohhüten rum, oder was? Das ist aber schon mal ein anderes Kaliber hier, ey. Ne, da wird mir schlecht. Wenn ich in der Perspektive zocken muss. Oh. Die sind, glaube ich, in der ganzen Ecke zäher. Bam, 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 bam. Eine ganze Armee an Fernkämpfern hier rumschimmeln, ey. Da ist noch was gedroppt. Belebte Brandschulterplatten. So. Wo kommt ihr denn jetzt her? Muss ich hier irgendwo rein? Ach, das ist eine Riesentür. Gut. Alter! Ist er das? Das ist er schon. Und im Feuer stehen tut weh. Na. So, dafür wird... Alter, könnt ihr mal gerade hier Pause machen? Ich konnte den Text gar nicht lesen. Dafür wirst du boosten. Büßen. Darius will dieses Gefängnis und wenn er herausfindet, dass du... Hä? Was du getan hast, Edmund spuckt Blut, wirst du dir wünschen, ich hätte dich erschossen. Gut. Was denn? Ach. So, da oben komme ich noch nicht durch. Sieht aus, als könnte ich das irgendwie frei machen, aber ich weiß nicht wie. Na, ihr's? Ich brenne diese Hütte nieder. Meine Familie muss in diesen fürchterlichen Welt nicht mehr leiden. Bist du wahnsinnig? Das könnt ihr nicht machen. Ja, kommt nach Devil's Crossing.
So. Ach, man hätte auch gar nicht reinkommen können, ne? Windraptor. Flugsaurier, okay. Das geht komplett quer durch die Fantasy-Welt. Der lässt. Boah, der vergiftet einen nur noch. Drecksau. Was ist das? Steinhauer? Ist das Schweine oder was ist das? Sieht aus wie Wollharsch. Woll. Wildschweine und Wespen. Kranke Mischung. Okay, die werden allgemein alle ein bisschen zäher. Ja. Ihr seid alles normale Gegner. Ihr haut mich jetzt nicht aus dem Latschen. Alter. Vielleicht doch. Aber die sind langsam wie Sau, ne? That skill's not ready. Wenn die Steine schmeißen, ist schon übel. Waren das jetzt nur so Special-Viecher oder ist das hier Standard? Ne, das war nur eine Ecke mit Special-Viechern, ne? Weil das könnte heftig werden, nur noch so Typen. Ja, hier haben wir eine Verbindung von Wollschweinen und Menschen. Ist auch geil, der Typ rennt so durch die Landschaft, sieht irgendwie eine Schlägerei, rennt rein und metzelt erstmal alles nieder. Ja, hier sieht aber einiges im Argen aus. Na, irgendwas passiert oder so, weil es sind so viele Orte, wo man denkt, oh, hier könnte eigentlich was sein. Dann ist einfach gar nichts. Ja, den habe ich ja schon gemeuchelt. Wollschweinchen und Wespen. Komm. Wie heißen die? Glut- oder Gleitschwingen? Na komm. Ah ne, hier waren gar keine Wespen dabei. Da ist noch ein Punkt auf der Karte. Was machst du denn da? Du da, höre einen sterbenden Mann an, ja. Partner getrennt, bla bla. Mit einer grünen Patchwork-Jacke begegnest, der auf dem Namen Isaiah hört. Bring ihn für mich um, tust du das? Ich glaube nicht, dass er allzu weit gekommen ist, wenn er den Wagen allein schiebt. Dann gehe ich mal auf Spurensuche, wa? Doch, die sagen ja nicht mehr, ich krieg eine Belohnung. Also egal, darum geht's nicht. Da vorne schimmelt er schon, ne? Der will ich jetzt rausreden, indem er... Was willst du von mir? Das Schwein ist noch nicht tot, lass es mich erklären. Das ist ein großes Missverständnis. Drew ist wertlos Abschaum. Dieses Durcheinander war nicht wegen der Ladung Schrott. Dieser Bastard hat versucht, meine Tochter Josephine zu vergewaltigen. Als wir zuletzt gezeltet
hatte. Ich stelle ihn zur Rede und er wurde gewalttätig. Da draußen auf der Straße zu verrotten, ist das Mindeste, was er... Okay. Ist okay oder Anteil? Oder ich kill ihn doch. Gib mir mal einen Anteil. Nimm das Geld und er stieg dran. Jut. Ja, gut, so ein bisschen, ne? Ah, die gibt's ja auch noch. Könntet ihr bitte mal gerade Platz machen? Diese Pestwichser hier. Aber die Wächter, die wieder um sich ballern wie die Bekloppten. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt noch 13 Tränke, ne? Die kleine Zahl da unten. Daran kann man es erkennen. Und ich brauche relativ viele. Also wenn jetzt ein Unique oder ein Champ kommt, dann sind die wahrscheinlich weg. Alter, Fernkämpfer sind hier so was Nerviges. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als einfach weiter in der Erde zu schimmeln? Die stehen immer wieder auf. Willst du mich verarschen? Da kommt schon wieder einer von unten hochgeschimmelt. Der ist noch nicht kaputt. Den schweren da habe ich noch nicht gekillt, ne? Der ist jetzt nicht wieder auferstanden. Der steht wieder auf. Alter, könntest du bitte sein lassen? Der ist 3 Level über mir. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich sein sollte. Alter, warum stehen die denn alle wieder auf? Okay, die sind jetzt teilweise echt 3 Level über mir. Und das ist krass. Merkt man direkt. Wenn die dann noch 2-mal klatschen muss. Ja, du schimmelst da noch rum. Komm, sterb. Ja, hier kommen immer wieder neue dabei. Ich krieg dafür irgendwie gar nichts. Das lohnt sich gar nicht hier. Top. Boah, das könnte gerade ein bisschen krass werden.
Und er verteilt die nur. Ich hasse das, wenn man Gegner von sich wegstößt als Nahkämpfer.